Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie wieder recht herzlich gegrüßt zu der zweiten Folge unserer Predigt über die Verwandten Jesu Christi. Wir hatten ja bereits letzte Woche gesehen, dass Maria in der Tat Jesus Christus als eine Jungfrau gebar. Aber wir hatten auch gesehen, dass Maria nach der Geburt Jesu Christi weitere Söhne und Töchter hatte. 4 Söhne werden namentlich erwähnt und die Bibel zeigt zumindest, dass Christus vielleicht 3, wenn nicht sogar noch mehr, Schwestern hatte. Also diese Idee, dass Maria Zeit ihres Lebens eine Jungfrau geblieben sei, ergibt sich keineswegs aus der Bibel. Und die stammt ja auch von dieser falschen Idee her, dass der Sexualakt in der Ehe in irgendeiner Form befleckt sei. Deswegen spricht man ja von der unbefleckten Empfängnis. Aber das sagt die Bibel keineswegs. Wir hatten aber auch gesehen, dass die Brüder zur Zeit Jesu Christi hier auf Erden nicht an ihn glaubten und dass selbst Maria Zweifel bekam an dem, was Christus tat, obwohl ihr klar von einem Engel und auch von anderen verkündigt worden war, was Jesus Christus tun würde, was seine Bestimmung war. Und wir sahen zu Ende der letzten Predigt, dass die Seinen, wie es heißt, also Maria wird namentlich erwähnt und auch die Brüder, zu Christus kam, als er im Haus seinen Jüngern predigte. Und die wollten, dass er herauskomme aus dem Haus. Die wollten also, dass er aufhöre zu predigen. Die Implikation ist die, dass sie meinten, er sei von Sinnen. Und wir hatten natürlich auch gesehen, dass Jesus Christus dieser Aufforderung keineswegs Folge leistete, sondern dass er gesagt hat, diejenigen, die mir hier zuhören, die Gottes Willen hören und tun, das sind mir Mutter und Schwester und Bruder. Nun, einige haben gemeint, diese etwas harte, in Anführungszeichen, Aussage zeige, dass Christus seinen Verwandten gegenüber und seiner Mutter gegenüber ungefällig gewesen sei, dass er keinerlei Liebe und Achtung für sie gehabt habe. Waren Jesus Christus, seine Mutter und seine Verwandten gleichgültig? Nun, einige haben dies auch gemeint im Hinblick auf die Episode, die zur Zeit der Hochzeit zu Kana stattfand. Sie haben vielleicht alle davon gehört. Das ist diese berühmte Geschichte, wo Jesus Christus Wasser zu Wein verwandelt hat. Schauen wir uns einmal diese Geschichte näher an in Johannes Kapitel 2 und angefangen in Vers 1. Johannes Kapitel 2, angefangen in Vers 1. Da heißt es, am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was geht es dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Zeigt diese Antwort eine ablehnende, eine disrespektvolle Haltung Jesu Christi seiner Mutter gegenüber? Erinnern wir uns an die Episode, als der 12-jährige Jesus im Tempel zurückblieb während des Passafestes und als er dann von seiner Mutter und seinem Vater gefunden wurde im Tempel, da war ihnen gehorsam. Es heißt, er zog mit ihnen und war ihnen untertan. Hätte Jesus seine Mutter entehrt, zu irgendeinem Zeitpunkt seines Lebens, dann hätte er eines der 10 Gebote gebrochen. Aber Christus sagte, er sei gekommen, die Gebote seines Vaters zu erfüllen. Und er erwartet auch nichts weniger als das von uns. Wenn man ewiges Leben erhalten will, dann gehört dazu, dass man sich bemüht, die Gebote Gottes zu halten. Schauen wir uns einmal dies näher in Matthäus Kapitel 19 an. Aber behalten wir unseren Finger in Johannes Kapitel 2, weil wir dort gleich zurückkehren werden. In Matthäus Kapitel 19 und angefangen in Vers 16. Matthäus Kapitel 19, angefangen in Vers 16. Da heißt es, siehe, einer trat zu ihm und fragte, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen? Mit anderen Worten, er hatte es noch nicht. So halte die Gebote. Da fragte er ihn, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter
Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Schauen Sie, er zitiert also hier viele der 10 Gebote und dann den zusammenfassenden Ausdruck, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, weil die letzten 6 der 10 Gebote uns ja erklären, was Liebe zum Nächsten bedeutet. Sie erklären uns auch, was es heißt, Gutes zu tun, dem Nächsten gegenüber. Aber hier wird deutlich gemacht, dass Jesus den Erhalt des ewigen Lebens davon abhängig macht, dass man die 10 Gebote hält, so gut wie man kann. Schauen wir uns auch in Markus Kapitel 7, angefangen in Vers 7 an, was Christus hier den Pharisäern und anderen sagt, die meinten, man müsse auch Rituale und Traditionen halten, um gerettet werden zu können. Rituale und Traditionen, die nicht aus der Bibel stammen. In Markus Kapitel 7, angefangen in Vers 7. Da sagt Christus, vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind. Ihr verlasst Gottes Gebot und haltet der Menschen Satzungen. Und er sprach zu ihnen, wie fein hebt ihr Gottes Gebot auf, damit ihr eure Satzungen aufrichtet. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt, wenn einer zu Vater oder Mutter sagt, Korban, das heißt Opfergabe soll sein, was dir von mir zusteht, es ging hier um ein selbst erwähltes Opfer, so lasst ihr ihn nichts mehr für seinen Vater oder seine Mutter tun und hebt so Gottes Wort auf durch eure Satzungen, die ihr überliefert habt und dergleichen tut ihr viel. Schauen Sie, auch hier geht es darum, dass man Vater und Mutter ehren soll. Christus sagt, dass dies Teil des Wortes Gottes ist. Vergessen wir auch nicht, was Jesus Christus zu dem Jünger, den er liebte, mit anderen Worten Johannes, am Kreuz gesagt hat, als er ihn neben seiner Mutter stehen sah. Schauen wir uns dies in Johannes und Kapitel 19 einmal kurz an. Johannes Kapitel 19, angefangen in Vers 25. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seine Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Also wie wir hier sehen, hatten viele den Namen Maria. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Beachten Sie, auch hier hat er die Anrede Frau benutzt. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Und einige haben gefragt, wieso hat er seine Mutter nicht einen seiner Brüder anvertraut? Nun, er kannte seine Brüder, wir werden nachher noch darauf eingehen. Aber er kannte auch Johannes und er wusste, dass er sich auf Johannes verlassen konnte. Zu dem damaligen Zeitpunkt waren seine Brüder noch lange nicht so weit in geistlicher Erkenntnis, wie Johannes es war. Und so wusste er, dass Johannes derjenige sein würde, der auch tatsächlich dann für seine Mutter sorgen würde. Aber alles dies zeigt, dass er um seine Mutter besorgt war, dass er keineswegs die Absicht hatte, seine Mutter zu entehren und dass er dies auch in keiner Form tat. Nun, wie ist dann die Aussage zu verstehen in Johannes Kapitel 2, in Vers 4, wo er sagt, was geht es dich an, Frau, was ich tue? Nun, dies war offensichtlich keine disrespektvolle Aussage, keine respektlose Aussage und Maria verstand sie auch nicht als respektlos. Kehren wir zurück zu Johannes Kapitel 2 und lesen wir in Vers 5 die Reaktion seiner Mutter. Johannes 2 in Vers 5. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Tut das, was er euch sagt. Also sie wusste, dass Jesus Christus auf ihre Bitte eingehen würde. Diese Episode zeigt auch, dass Maria irgendwie davon überzeugt war, dass Jesus Christus etwas tun könnte. Vielleicht sogar, dass er ein Wunder wirken könnte. Wenn man dies so sieht, dann ist ihre Reaktion später auf die Predigt Jesu im Hause, von der Maria ihn abhalten wollte, noch interessanter. Denn man sieht hier, dass dann vielleicht Zweifel aufkommen,
weil die Dinge nicht so laufen, wie man sie sich vorgestellt hatte. Und wir können uns auch selbst die Frage stellen, bekommen wir auch manchmal Zweifel an dem, was uns klar und deutlich vor Augen geführt worden ist, nur weil vielleicht die Entwicklungen nicht so laufen, wie wir es uns wünschen. Zurück nun zu Johannes Kapitel 2 und Vers 4, wo Christus also diese Aussage macht, Frau, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wie ist das dann zu verstehen? Nun, der Erdmann Bibelkommentar schreibt auf Seite 536, seine Antwort ist nicht so stark, wie sie sich in einigen Übersetzungen anhört. Mutter, deine Sorge ist nicht die meine, wäre eine bessere Übersetzung. Die Anrede Frau war in keinster Weise eine respektlose Anrede. Aber Christus scheint seine Mutter doch auf etwas aufmerksam machen zu wollen, und nämlich, dass er an und für sich für solche Art Wunder nicht gekommen war. Das war nicht seine eigentliche Aufgabe, sondern wie wir in der letzten Sendung bereits gesehen haben, seine Aufgabe war es, das Reich Gottes zu verkünden, für die Menschheit zu sterben, der Erlöser der Menschheit zu werden, Sünde im Fleisch zu überwinden, wie es heißt. Doch weil er eben Respekt vor seiner Mutter hatte, erfüllte er ihren Wunsch. Und dieser Wunsch war nicht unbedingt gegen das Gesetz Gottes gerichtet. Doch Christus war auch offensichtlich bewusst, hier bereits schon, dass Maria nicht völlig verstand, warum Christus überhaupt gekommen war. Und das war auch der Grund, warum er eine solche Antwort gab. Wir lesen auch in Vers 11, dass aufgrund dieses Wunders einige seiner Jünger an ihn glaubten. Johannes Kapitel 3 und Vers 11, Johannes Kapitel 2 und Vers 11. Da heißt es, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Und da wird auch in Vers 12 gesagt, dass danach Jesus hinabging nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger. Mit anderen Worten, hier waren Brüder, die wirklichen, buchstäblichen Halbbrüder Jesu Christi angesprochen und sodann auch seine Jünger. Und sie blieben nicht lange da. Christus ehrte seine Mutter. Aber das hieß nicht, dass er immer bei ihr war. Lesen wir in Matthäus Kapitel 15 und Vers 21, dass Christus kam, eine Aufgabe zu erfüllen. Und diese Aufgabe bestand darin, das Wort Gottes zu predigen, das Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden, anzukündigen, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen war, denn als er in der Lage gewesen war, Satan während der Versuchung in der Wüste zu überwinden, da hatte er sich nun endgültig für die Herrscherposition als König im Reich Gottes qualifiziert. Und von daher konnte er dann auch nun verkünden, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen war. Und so lesen wir in Matthäus Kapitel 15 und in Vers 21, und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyros und Sidon. Er zog sich zurück, um dort das Evangelium zu predigen. Kehren wir noch einmal erneut zu der Episode zurück, wo Jesus Christus im Haus predigte und wo Maria und die Brüder draußen standen und zu ihm wollten und ihm sagten, er solle herauskommen. In Matthäus 12 und Vers 50 steht nämlich eine interessante Aussage, die Jesus Christus auch getroffen hat in der Beziehung. Matthäus Kapitel 12 und Vers 50. Da heißt es, denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Wer den Willen tut meines Vaters im Himmel. Nun, die Parallelstelle in Lukas Kapitel 8 und Vers 21. Lukas Kapitel 8 und Vers 21. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind diese, und damit hat er sich jetzt auf die Jünger bezogen, die ihm zuhörten, die Gottes Wort hören und tun. Schauen Sie, Gottes Willen tun und Gottes Wort tun ist dasselbe. Sie können Gottes Willen nicht tun, wenn Sie sich weigern, Gottes Gebote zu halten. Zunächst einmal muss man natürlich aufmerksam zuhören, was Gott uns in seinem Wort sagt. Und dann muss man auch willens sein und bereit sein, das dann auch zu tun, was Gott uns in seinem Wort sagt. Aber da Christus hier eine solche Aussage trifft bezüglich seiner Jünger, zeigt dies auch, dass zu jenem Zeitpunkt,
seine Mutter und auch seine Brüder den Willen Gottes des Vaters nicht hörten und nicht taten. Sie hörten ihn deshalb nicht, weil sie ja seinen Predigten nicht zuhörten. Und sie taten ihn auch nicht. Interessanterweise wird Johannes hier nicht erwähnt. Josef, meine ich, wird hier nicht erwähnt. Und das liegt möglicherweise daran, dass Josef zu diesem Zeitpunkt nicht mehr lebte. Das letzte Mal, wo Josef, der Vater oder der Stiefvater Jesu, direkt erwähnt wird, ist während der Episode, als der 12-jährige Jesus im Tempel war. Es ist also durchaus möglich, dass Josef irgendwann danach und vor dem Auftreten Jesu, als er so 30 Jahre alt war, gestorben ist. Aber Christi Aussage war kein Mangel an Respekt für seine Mutter, sondern deutet vielmehr auf etwas sehr Notwendiges hin. Und das ist, dass wir wählen müssen. Christus zeigt immer wieder in der Bibel die Notwendigkeit auf, zwischen Gott und unseren leiblichen Verwandten, inklusive unserer Eltern, sogar inklusive unserer anderen Verwandten, Töchter, Söhne, sogar Ehemann, Ehefrau, zu wählen, wenn es um einen Konflikt geht. Wenn es darum geht, ob man Gott gehorchen will oder seinen Verwandten. Schauen wir uns in Matthäus 19 und in Vers 29 einmal Folgendes an. Matthäus 19 und Vers 29. Er sagt, wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen. Und in einer Parallelstelle wird dann auch ergänzt, und um des Evangeliums willen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Manchmal ist es sogar notwendig, vielleicht vorübergehend, unsere Verwandten zu verlassen. Ganz buchstäblich vielleicht sogar, wenn es sonst unmöglich wäre, Gottes Willen zu tun, das Evangelium zu verkünden, wenn wir eine solche Aufgabe erhalten haben. Und eben Gott gehorsam zu sein. Christus zeigte, dass er lebte, was er lehrte, indem er in jener Episode, als seine Mutter, seine Brüder draußen vor dem Hause standen, seine Jünger, die Gottes Wort taten, über seine fleischlichen Verwandten setzte. Einige sagen, nein, Christus hasste seine Eltern, der hasste seine Brüder, der hasste seine Schwestern. Und er gebot auch sogar uns, unsere Verwandten, unsere fleischlichen sozusagen Verwandten, zu hassen. Und da verweisen sie auf Lukas Kapitel 14. Lukas Kapitel 14 und Vers 26. Lukas Kapitel 14, Vers 26. Da sagt Christus, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Nun, wie steht das aber mit der Aussage, dass Christus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst? Christus gebietet keineswegs, dass wir uns hassen sollen in diesem Sinne. Und er gebietet auch keineswegs, dass wir unseren Nächsten hassen sollen, sondern wir sollen ihn lieben wie uns selbst. Aber was ist dann mit dieser Aussage hier in Lukas Kapitel 14 und Vers 26 gemeint? Was hiermit gemeint ist, ist die Tatsache, dass im Griechischen das Wort hassen im gegebenen Zusammenhang die Bedeutung haben kann von weniger lieben im Vergleich. Und wir sehen dies auch deutlich in der Parallelstelle. In Matthäus Kapitel 10, angefangen in Vers 36. Matthäus Kapitel 10, angefangen in Vers 36. Da sagt er nämlich, und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Er deutet darauf hin, dass vielfach jemand nicht unbedingt in Frieden mit seinen eigenen Hausgenossen leben kann, wenn die weiter so leben wollen, wie die Welt es tut, und wenn man selber aber von Gott berufen ist, einen anderen Weg einzuschlagen. Und er scheint sich damit auch auf seine eigenen Hausgenossen zu beziehen, auf seine Brüder, seine Schwestern und möglicherweise auch seine Mutter, die auch damals nicht unbedingt alles verstand, was Christus tat. Und so fährt er jetzt fort zu sagen in Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt, schauen Sie, das ist das, worum es geht,
mehr liebt als mich. Und wer sein eigenes Leben mehr liebt als mich. Und wer Äcker und physische Dinge mehr liebt als mich. Der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Es geht hier wiederum um die Priorität. Es geht darum, was ist für uns das Wichtigste im Leben? Ist es das Wichtigste im Leben, unseren fleischlichen Verwandten zu gefallen? Oder selbst unseren eigenen Gelüsten nachzugehen? Oder Reichtum um uns herum anzuschaffen? Oder ist es das Wichtigste in unserem Leben, Gott zu dienen? Und das zu tun, was Gott uns sagt, was immer dies auch sein mag. Wiederum zeigen uns diese Stellen, dass Christus von uns erwartet, ihn mehr zu lieben als irgendjemand anderen, als irgendetwas anderes, so wie auch er, Gott den Vater, mehr liebte als irgendeinen anderen Menschen und als irgendetwas anderes. Aber weil er Gott so sehr liebte, und die Liebe zum Nächsten wird manifestiert in der Liebe zu Gott und umgekehrt, war er willens, sein eigenes Leben für uns hinzugeben, für uns zu sterben. Er war sogar willens, er, der ja Gott war, Mensch zu werden, Fleisch und Blut zu werden, damit er die Sünde im Fleisch überwinden und dann auch sterben konnte. Aber alles dies zeigt keineswegs, dass Christus nicht seine Mutter geehrt hätte, und auch seinen Stiefvater, solange wie der noch lebte. Aber dieser Kontrast wird immer wieder aufgezeigt in der Bibel. Schauen wir uns Lukas einmal an in Kapitel 11. Lukas Kapitel 11, angefangen in Vers 27. Und es begab sich, als er so redete, da erhob eine Frau im Volk ihre Stimme und sprach zu ihm: Selig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, an denen du gesogen hast. Mit anderen Worten, hier wird eine Seligpreisung auf Maria ausgedrückt. Vers 28, er aber sprach: Ja, selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Auch hier ging es ihm wieder darum zu verstehen, was das Wesentlichste in unserem Leben sein muss. Und das ist, das Wort Gottes zu hören und zu bewahren und dann auch natürlich anzuwenden und zu leben. Dass Maria noch im Zeitpunkt des Todes Christi an dem wahren Ziel und Zweck Christi zweifelte, mit anderen Worten, dass sie nicht vollständig zumindest an das glaubte, was Christus tat und tun musste, das ergibt sich aus einer weiteren Stelle, und zwar in Matthäus Kapitel 27. Matthäus Kapitel 27, angefangen in Vers 55. Matthäus 27 und Vers 55. Und es waren viele Frauen da. Das war also vor dem Kreuz, die da von Ferne zusahen. Die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen war Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Schauen Sie, hier wird Maria, die Mutter Jesu, gar nicht erwähnt. Nun, wir wissen, dass Maria zumindest zeitweilig vor dem Kreuz stand, zusammen mit Johannes. Aber hier wird Maria nicht erwähnt. Warum nicht? Der Zusammenhang zeigt, um was es hier geht. Es geht um die, die Christus nachgefolgt waren aus Galiläa und die ihm dienten. Schauen Sie, Maria glaubte nicht an das, was Christus tat. Und so wird sie hier auch in diesem Zusammenhang nicht erwähnt. Das Gleiche finden wir in Markus Kapitel 15. Markus Kapitel 15, angefangen in Vers 40. Markus Kapitel 15 und angefangen in Vers 40. Und es waren auch Frauen da, die von Ferne zuschauten. Unter ihnen Maria von Magdala und Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen und des Joses und Salome, die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten. Und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Lesen wir Vers 47. Aber Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Joses, sahen, wo er hingelegt wurde, bei der Grablegung. Auch hier wird Maria, die Mutter Jesu, nicht erwähnt. Nun lesen wir Kapitel 16 und Vers 1.
Und als der Sabbat vergangen war, da kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und jetzt lesen wir Vers 9. Und als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Schauen Sie, auch hier wird Maria, die Mutter Jesu, nicht erwähnt. Diejenige, die zunächst den auferstandenen Jesus sah, war Maria von Magdala oder Maria Magdalena, wie sie auch genannt wird. Aber ich möchte hier auch ein wenig jetzt eine Pause machen und ein wenig abschweifen und Ihnen hier eine Erklärung geben, die im orthodoxen Christentum total übersehen wird. Wann nämlich war Jesus Christus auferstanden? Schauen wir uns noch einmal die Stelle an in Markus Kapitel 16 und Vers 1, wo es heißt, und als der Sabbat vergangen war, da kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Also der Sabbat war vergangen und dann kauften die diese Öle, diese Salben. Nun schauen wir uns eine Parallelstelle an in Lukas Kapitel 23. Lukas Kapitel 23 und angefangen in Vers 55. Lukas Kapitel 23, angefangen in Vers 55. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm gekommen waren aus Galiläa, und beschauten das Grab und wie sein Leib hineingelegt wurde. Sie kehrten aber um und bereiteten wohlriechende Öle und Salben, und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gesetz. Schauen Sie den möglichen Widerspruch. Es geht ja weiter in Lukas 24, Vers 1. Und am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. In der einen Stelle heißt es, sie kauften die Öle und dann ruhten sie am Sabbat. In der anderen Stelle heißt es, dass sie die Öle nach dem Sabbat erst kauften. Um diesen Widerspruch, diesen scheinbaren Widerspruch zu erklären, muss man verstehen, dass es hier um 2 verschiedene Sabbate geht. Schauen Sie, Jesus Christus wurde in der Woche des Passafestes, der Tage der ungesäuerten Brote, gekreuzigt. Der erste Tag der ungesäuerten Brote ist ein jährlicher Feiertag im hebräischen Kalender und der wird ein hoher Sabbat im Johannesevangelium genannt. Aber dieser erste Tag der ungesäuerten Brote fiel in der Woche der Kreuzigung Jesu Christi auf einen Donnerstag. Und Jesus hat ja gesagt, er würde 3 Tage und 3 Nächte im Grabe sein. Und nach 3 Tagen und 3 Nächten würde er auferstehen. Er wurde in der Tat, wie uns das viele historische Dokumente belegen, und wie dies auch die frühe neutestamentliche Kirche geglaubt hat, an einem Mittwoch gekreuzigt, an einem Mittwoch kurz vor Sonnenuntergang ins Grab gelegt, denn im hebräischen Kalender beginnen und enden die Tage ja mit Sonnenuntergang und Sonnenuntergang. Und so wurde er also am Mittwochabend, sagen wir mal, zur Zeit des Sonnenuntergangs ins Grab gelegt, weil nämlich dann der erste Tag der ungesäuerten Brote, ein heiliger hoher Sabbat, begann. Und dann war er 3 Tage und 3 Nächte lang im Grab. Und dann wurde er nach diesen 3 Tagen und 3 Nächten auferweckt. Und wenn Sie 72 Stunden hinzurechnen, kommen Sie auf Samstagabend zur Zeit des Sonnenuntergangs. Und wir sehen also, dass die Frauen zunächst einmal den Sabbat überruhten nach dem Gesetz. Damit ist der jährliche Sabbat gemeint. Und nachdem der jährliche Sabbat vorüber war, dann haben sie die Salben gekauft, die hätten sie ja gar nicht an dem wöchentlichen Sabbat kaufen können, und haben dann die vorbereitet und haben dann den wöchentlichen Sabbat übergeruht nach dem Gesetz. Und als dann der wöchentliche Sabbat vorüber war, dann kamen sie zum Grab. Und dann war Jesus Christus bereits auferstanden. Nun, was ist aber dann die Bedeutung der Stelle in Markus Kapitel 16, die wir eben gelesen hatten in Vers 1, wo es heißt, oder in Vers 9, also es heißt, als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala. Heißt das hier nicht, dass Christus nicht am Samstagabend zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs auferstanden war, sondern erst am Sonntagmorgen, am ersten Tag der Woche?
Nein, dies heißt es keineswegs. Und ich habe dies auch mit Experten besprochen, die Griechisch sehr gut können. Und wenn Sie jemanden kennen, der auch Griechisch sehr gut kann, dann können Sie mit ihm das auch besprechen. Diese Stelle in Markus Kapitel 16 und Vers 9. Nach dem griechischen Urtext kann auch und sollte in diesem Fall auch hier so wie folgt übersetzt werden. Als Jesus aber auferstanden war, erschien er früh am ersten Tag der Woche zuerst Maria von Magdala. Es geht ja nicht um den Zeitpunkt, als Jesus Christus auferstanden war, sondern es geht um den Zeitpunkt, was er tat, nachdem er auferstanden war. Nämlich, dass er früh am ersten Tag der Woche zuerst Maria von Magdala erschien. Also diese Stelle sagt keineswegs, dass Jesus Christus am ersten Tag der Woche auferstanden war. Das würde auch den anderen Stellen der Bibel widersprechen und der Aussage Jesu Christi selber. Der sagte, er würde für 3 Tage und 3 Nächte im Grabe sein, aber nicht länger. Und er wurde, wie gesagt, am Mittwoch, kurz vor Sonnenuntergang, ins Grab gelegt. Es ist interessant, wie ich sagte, dass Christus nach seiner Auferstehung zuerst der Maria von Magdala erschien und nicht seiner Mutter. Warum? Nun, weil es Maria von Magdala war, die ihm nachgefolgt war. Doch lesen wir nun, was weiter geschah. In der Apostelgeschichte, Kapitel 1. Apostelgeschichte, Kapitel 1 und angefangen in Vers 13. Apostelgeschichte 1, angefangen in Vers 13. Das war nach der Himmelfahrt Jesu Christi. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Simon der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Also hier werden zunächst einmal die verbliebenen 11 Apostel erwähnt. Judas Ischariot hatte sich ja disqualifiziert. Und dann werden auch Maria erwähnt, die Mutter Jesu, und seine Brüder. Die waren alle zusammen einträchtig im Gebet. Sie gehörte jetzt auch zu den Jüngern. Und so gehörten die Brüder jetzt auch zu den Jüngern. Und sie würden alle den Heiligen Geist erhalten zum Pfingstfest. Dies ist aber auch das letzte Mal, dass die Mutter Jesu Christi in der Bibel erwähnt wird. Das bedeutet, dass keine besondere Vorrangstellung hier zum Ausdruck kommen soll und dass die Idee, auf die wir gleich noch eingehen werden, dass Maria auch gen Himmel gefahren sein soll und dass sie jetzt als eine Vermittlerin anzusehen sei zwischen uns und Gott dem Vater oder zwischen uns und Jesus, nicht biblisch haltbar ist. Keineswegs von der Bibel unterstützt wird. Aber was war geschehen, dass Maria jetzt überhaupt und dass die Brüder jetzt überhaupt zu den Jüngern gehörten? Dass sie gläubig geworden waren? In 1. Korinther Kapitel 15 gibt uns Paulus einen Hinweis. 1. Korinther Kapitel 15, angefangen in Vers 3. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am 3. Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, Kephas eine aramäische Bezeichnung für Petrus, danach von den 12, es ist nämlich jetzt so, dass nachdem Judas sich disqualifiziert hatte, ein anderer Apostel, der von Anfang an bei Christus gewesen war, dann seinen Platz einnahm. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus und danach von allen Aposteln. Und zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Da also hier bereits Petrus und die anderen Apostel in Vers 5 erwähnt worden sind, handelt es sich bei Jakobus in Vers 7
nicht um den Apostel Jakobus, der von Christus erwählt wurde, ursprünglich als einer der Zwölf, sondern es handelt sich hier um jemand anderen. Nun erinnern wir uns noch einmal, was die Namen der Brüder Jesu Christi waren. Schauen wir uns dies noch einmal in Matthäus Kapitel 13 und Vers 55 an. Matthäus Kapitel 13 und in Vers 55. Da sagen die über Christus, als er anfing zu predigen, ist er nicht der Sohn des Zimmermanns, Josefs? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder, schauen Sie, Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwestern sind nicht auch alle bei uns? Woher kommt ihm dann das alles? Also hier werden die vier Brüder erwähnt mit Namen. Jakobus, Josef, Simeon und Judas. Und es zeigt hier in 1. Korinther 15, dass Christus in der Tat nach seiner Auferstehung seinem Halbbruder Jakobus erschien. Es war in der Tat Jakobus, der Bruder des Herrn, der dann auch später zu einem der bedeutendsten Apostel in der neutestamentlichen Kirche sich entwickeln sollte. In Galater Kapitel 1 wird mehr über Jakobus, den Bruder des Herrn, geschrieben. Galater, im Galaterbrief, Kapitel 1, angefangen in Vers 18. Galater Kapitel 1 und angefangen in Vers 18. Da sagt Paulus hier, danach, 3 Jahre später, kam ich hinauf nach Jerusalem, um Kephas oder Petrus kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln aber sah ich keinen, außer Jakobus, des Herrn Bruder. Also wird es ganz klar und deutlich gesagt, dass Jakobus dann zu einem Apostel geworden war und er war der Bruder oder der Halbbruder Jesu Christi. Auch in Galater Kapitel 2 und Vers 9 wird angedeutet, was für eine hervorragende Rolle jetzt Jakobus in der neutestamentlichen Kirche in Jerusalem spielte. Und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus, der wird hier zuerst erwähnt, und Kephas oder Petrus und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns ein, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten, sagt Paulus hier. Aber dann in Vers 11 geht es weiter, als aber Kephas oder Petrus nach Antiochien kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn es war Grund zur Klage gegen ihn. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden, als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Das hatte damit zu tun, dass ursprünglich keine Heiden in die Kirche aufgenommen wurden und dann hatten einige darauf bestanden, dass bevor sie aufgenommen wurden, sollten sie sich beschneiden lassen. Und dann wird natürlich in Apostelgeschichte 15 es deutlich gemacht, während dieser Konferenz, dass es nicht notwendig war, dass Heiden sich beschneiden ließen, um Teil des Leibes Christi zu werden, der Kirche zu werden. Vorher war es auch so, dass Heiden nicht mit Juden oder vielmehr Juden nicht mit Heiden essen würden. Und Petrus hatte scheinbar immer noch eine gewisse Angst, dass die, die von Jakobus kommen würden, da irgendwie Anstoß daran nehmen würden, wenn er mit Heiden essen würde. Und deswegen hat er hier an und für sich den Heuchler gespielt und daraufhin hat ihn auch Paulus zurechtgewiesen. Wir sehen aber auch hier wiederum die hervorragende Stellung, die Jakobus einnahm in der neutestamentlichen Kirche. In Apostelgeschichte 12, lesen wir eine weitere interessante Stelle über Jakobus. Apostelgeschichte 12, angefangen in Vers 1. Und um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Und er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes. Also das war nicht Jakobus, der Bruder des Herrn, sondern das war einer der ursprünglichen 12 Apostel. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Und es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Interessant, dass Lukas dies hier erwähnt in der Apostelgeschichte, wenn die Tage der ungesäuerten Brote heute nicht mehr zu halten wären. Denn Lukas schrieb dies ja an einen Heiden, Theophilus. Der war ja mit den ursprünglichen jüdischen Bräuchen gar nicht vertraut. Aber es war natürlich bekannt in der neutestamentlichen Kirche, dass die heiligen Tage weiterhin zu halten waren. Und wir lesen dann, dass Petrus durch einen Engel aus dem Gefängnis befreit wird. Und während dieser Zeit, als Petrus im Gefängnis war, da betete die Gemeinde für ihn. Vers 12.
Und als er, also Petrus, sich besonnen hatte, ging er zum Hause Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Und als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Nun achten Sie auf den Zusammenhang. Hier war die Kirche, die betete für die Freilassung des Petrus. Jetzt kam der Petrus und klopfte an die Tür. Hier ist die Reaktion. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinn. Die glaubten nicht, dass Petrus wirklich freigelassen worden wäre, obwohl sie für seine Freilassung beteten. Geht das uns manchmal auch so, dass wir um etwas bitten und wenn unsere Bitte erfüllt wird, dass wir nicht verstehen, dass es eine Erfüllung unserer Bitte ist? Doch sie bestand darauf, es wäre so. Und da sprachen sie, es ist sein Engel. Also die Jünger glaubten daran, dass Petrus einen Schutzengel hatte. Und die Bibel zeigt auch deutlich an vielen Stellen, dass es in der Tat Schutzengel gibt. Und wir haben auch Schutzengel. Sie haben auch einen Schutzengel, ob sie das wissen oder nicht. Und es geht nicht nur allein darum, Gott zu gefallen zu leben. Denken Sie auch daran, dass Ihr Engel alles das tut oder alles das sieht, was Sie tun. Es ist natürlich falsch, sich mit einem Engel in Verbindung setzen zu wollen oder den anbeten zu wollen, aber gleichwohl denken Sie daran, dass Ihr Engel bei Ihnen ist und genau das sieht, was Sie tun. Hier geht es weiter in Vers 16. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach, verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Und dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Also auch hier sehen wir wiederum, dass Jakobus sehr wohl die Stellung des, oder vielmehr dass Petrus sehr wohl die Stellung des Jakobus akzeptierte. In Apostelgeschichte 15 lesen wir über die berühmte Konferenz. Da war ein großer Streit, ob jetzt, wie gesagt, die Heiden sich beschneiden lassen sollten und andere Rituale, die im Gesetz des Mose gestanden waren, halten mussten oder nicht. Und so lesen wir, dass zunächst Petrus erklärt, dass er von Gott zu Cornelius, dem römischen Hauptmann, gesandt wurde und er wurde dann getauft, erhielt den Heiligen Geist und es war keinerlei Erfordernis und Voraussetzung gegeben, dass der sich beschneiden lassen sollte. Und dann sprechen Paulus und Barnabas über die Wunder, die Gott unter den Heiden getan hatte. Und jetzt lesen wir Vers 13. Danach, als sie schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, ihr Männer, liebe Brüder, hört mir zu. Simon Petrus hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden gnädig heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Und dazu stimmen die Worte des Propheten, wie geschrieben steht, danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder bauen und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten, damit die Menschen, die übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen, dazu alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der tut, was von alters her bekannt ist. Vers 19, darum meine ich, eine bessere Übersetzung ist, darum urteile ich oder darum fälle ich das Urteil, dass man denen von den Heiden, die sich zu Gott bekehren, nicht Unruhe mache, sondern ihnen vorschreibe, dass sie sich enthalten sollen von Befleckung durch Götzen und von Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Denn Mose hat von allen Zeiten her in allen Städten solche, die ihn predigen und wird alle Sabbattage in den Synagogen gelesen. Nebenbei bemerkt, hier sagen einige, aha, mit anderen Worten wird jetzt die Entscheidung gefällt, dass die Heiden überhaupt nicht mehr aufgefordert sind, die 10 Gebote zu halten und Satze und Recht und Satzungen und Rechte, die im Alten Testament geschrieben stehen. Das ist keineswegs der Fall. Es geht hier ganz einfach und alleine nur um die Frage der Beschneidung und um gewisse Ritualgesetze, wie zum Beispiel Waschung oder auch Opfergesetze, die nicht mehr gehalten werden brauchten. Die Tatsache, dass Jakobus hier diese 4 Dinge erwähnt, ist dadurch zu erklären, dass diese 4 Dinge, Befleckung durch Götzen, Unzucht, Ersticktes, Blut, innerhalb der Satzungen, die nicht mehr gültig sind, erwähnt werden. Und Jakobus wollte deutlich machen, die sind aber nach wie vor weiterhin gültig. Schauen Sie, das Gesetz des Mose bestand aus allerlei möglichen Rechtsvorschriften. Es enthielt die 10 Gebote, es enthielt Satzungen und Rechte, die nach wie vor gültig sind. Es enthielt aber auch Satzungen, die nicht mehr gültig sind, wie diese Rituale. Und hier wollte also Jakobus deutlich machen, dass diese Dinge allerdings noch weiter bestehen. Zum Beispiel sollen wir uns nach wie vor vom Blut enthalten. Wir sollen kein Blut essen. Einige haben eine Vorliebe für Blutwurst. Das ist laut Bibel nicht gestattet.
Aber er sagt ja auch, dass Mose weiterhin am Sabbat gepredigt wird. Wem gepredigt wird? Den Heiden gepredigt wird. Die würden also nach wie vor erklärt bekommen, was zu halten ist und was nicht mehr gehalten werden muss. Der Erdmann-Bibelkommentator schreibt auf Seite 560, die Zusammenfassung und der Beschluss des Jakobus, des Bruders des Herrn und des Leiters der Kirche zu Jerusalem findet allgemeine Zustimmung. Es war also Jakobus, der hier der Leiter der Kirche zu Jerusalem war, nicht Petrus, wie dies vielleicht einige sich vorstellen. Wir sehen, dass Jakobus, der Bruder des Herrn, zu diesem Zeitpunkt die Position des vorstehenden Apostels in der Gemeinde zu Jerusalem hatte. Apostelgeschichte 21 und Vers 18. Apostelgeschichte 21 und in Vers 18. Am nächsten Tag aber ging Petrus mit uns zu Jakobus. Und es kamen die Ältesten alle dorthin. Also auch hier wird wiederum die Position des Jakobus, des Bruders des Herrn, angedeutet. Und dann hat Jakobus, der Bruder des Herrn, ja auch den berühmten Jakobusbrief geschrieben, den wir hier in der Bibel ja auch finden. Er war derjenige, der diesen Brief schrieb und der deutlich machte, zum Beispiel, dass Glaube ohne Werke tot ist. Wenn wir an Christus glauben, wenn wir an das Evangelium glauben, wenn wir das glauben wollen, was Christus uns sagt, dann müssen wir unseren Glauben durch unsere Taten unter Beweis stellen. Denken wir daran, was Christus selbst gesagt hat. Wenn ihr zum Leben eingehen wollt, dann haltet die Gebote. Der Tradition nach wurde Jakobus in seiner Position als Leiter der Kirche in Jerusalem durch einen weiteren Halbbruder Jesu Christi ersetzt, nämlich durch Simeon. Und Simeon, nach der Tradition, starb im Jahre 100 nach Christus. Im 1. Korinther Kapitel 9 und Vers 5 spricht Paulus allerdings von mehr als nur einem Bruder Jesu Christi, der zum Glauben gekommen war. Wir hatten ja auch in der Apostelgeschichte gelesen am Anfang, dass die Brüder Jesu Christi mit den Jüngern und den Aposteln und Maria zusammen versammelt waren. 1. Korinther Kapitel 9 und Vers 5, wo Paulus sagt, haben wir nicht auch das Recht, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen? Das bezieht sich hier natürlich auf eine bekehrte Dame, also jemand, der zu einer Schwester im geistlichen Sinne geworden ist. Haben wir nicht auch das Recht, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas, also Petrus? Auch hier wird etwas deutlich gemacht. Petrus war nach wie vor verheiratet und er führte seine Frau, die auch bekehrt wurde, mit sich auf seinen Reisen. Und die anderen Apostel taten dies auch. Und so taten es auch die Brüder des Herrn. Die Idee wiederum, dass Petrus nicht verheiratet gewesen sein soll, ist auch von daher schon falsch, weil es nämlich heißt, dass Christus zur Schwiegermutter des Petrus kam und sie heilte. Aber Petrus hat auch seine Ehefrau nicht verlassen, sondern er hat sie nach wie vor weiterhin, die dann auch eine bekehrte Jüngerin wurde, mit sich auf Reisen geführt. Aber hier wird auch von den Brüdern Jesu Christi gesprochen. Diese Stelle also zeigt, dass auch die Brüder des Herrn Ehefrauen hatten, die ebenfalls zu den Jüngern Christi geworden waren. Und so haben wir zu Ende der Bibel vor dem Buch der Offenbarung einen weiteren Brief, der von einem Bruder Jesu Christi geschrieben wurde, nämlich von Judas. Denn Judas wird ja auch als einer der Brüder Christi identifiziert. Nun wahrscheinlich war Judas der jüngste der Brüder Christi. Er bezeichnet sich im Judasbrief als Bruder des Jakobus. Und er schrieb diesen Brief um 65 bis 80 nach Christus. Wir wissen also aus der Bibel und von der Tradition her, dass zumindest drei der Brüder Christi zu seinen Jüngern wurden, obwohl sie zunächst nicht an Christus glaubten. Und das Gleiche gilt für Maria, die Mutter Jesu. Die Tradition lehrt uns, dass Johannes später auf seinen Reisen von einer älteren Frau begleitet wurde
und viele nehmen an, dass es sich dabei um Maria gehandelt hat. Die Tatsache, dass der gekreuzigte und wieder auferstandene Jesus Christus zumindest Jakobus erschien, dem ältesten der Halbbrüder Christi, leitete die Wende ein. Nun verstanden Maria, nun verstanden ihre Söhne, möglicherweise auch ihre Töchter, wer Christus wirklich war. Dass alles, was er gelehrt hatte, dass alles, was er getan hatte, Wahrheit war, einen Sinn erhielt. Zweifellos erinnerte sich Maria an alles, was der Engel ihr und Josef gesagt hatte, was die Hirten berichteten, was die Weisen aus dem Morgenlande berichteten, was der Prophet Simeon berichtete, der zu ihnen im Tempel sprach. Sie erkannte nun, und das gleiche gilt auch für Christi Brüder und Schwestern, dass Christus sterben musste. Schauen Sie, der Prophet Simeon hatte dies Maria ja bereits prophezeit. Sie lesen dies und können dies nachher in Lukas Kapitel 2 und Vers 35 lesen, wo Simeon sagte, dass auch durch die Seele Marias ein Schwert dringen würde. Aber alle verstanden nun auch, dass er auferstanden war und dass er auch versprochen hatte, wiederzukommen. Und wenn er wiederkommen würde, dass alle, die gestorben sind in Christus, auferstehen würden und ewiges Leben erhalten würden. Und dann würde Christus auf dem Thron Davids sitzen und über alle Welt herrschen. Etwas, was der Engel ja auch bereits der Maria verkündigt hatte. Und so wurden Maria und ihre Söhne und Schwestern Christi Jünger. Zweifellos einflussreiche Mitglieder der frühen Christengemeinde. Und dann starben sie. Und dann wurden sie begraben. Und sie sind heute noch tot im Grabe. Und sie warten, wie alle anderen Christen, auf die Rückkehr Jesu Christi zur Erde und auf ihre Auferstehung zum ewigen Leben. Schauen wir uns Offenbarung Kapitel 12 kurz noch an. Offenbarung Kapitel 12, angefangen in Vers 3. Offenbarung Kapitel 12, angefangen in Vers 3. Es erschien ein anderes Zeichen am Himmel und siehe ein großer roter Drache. Das ist eine Bezeichnung hier für Satan, den Teufel, wie das andere Stellen deutlich machen. Der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg. Sterne symbolisch für Engel. Es geht hier um eine Rebellion Satans, der durch diese Rebellion ungefähr ein Drittel aller geschaffenen Engel dazu verleitete, ihm zu folgen. Und diese Engel, die dann von Gott abfielen, werden heute Dämonen genannt. Und er warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Eine Anspielung auf den Versuch von Herodes, Jesus und alle Kinder, die unter 2 Jahre alt waren, zu töten. Und sie gebar einen Sohn. Einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Wurde die Frau auch entrückt. Doch die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde, 1260 Tage. Natürlich ist hier jetzt auch in dieser letzten Stelle eine symbolische Anspielung auf die Kirche zu verstehen mit der Frau, aber auch auf Maria selbst. Schauen Sie, nirgendwo in der Bibel heißt es, dass Maria in irgendeiner Form zum Thron Gottes entrückt sei. Eine Himmelfahrt Jesu wird beschrieben, aber keine Himmelfahrt Marias. Und die frühtestamentliche Kirche hat auch keineswegs daran geglaubt, dass Maria in irgendeiner Form bereits vor den anderen Christen, die auf ihre Auferstehung warten, zum Zeitpunkt der letzten Posaune, wenn Christus zurückkommt, dass sie in irgendeiner Form bereits vorher auferstanden sei und bereits vorher schon in den Himmel gefahren sei. Und wie ich sagte, die Idee, dass sie jetzt als Vermittlerin im Himmel in irgendeiner Form funktionieren solle, ist absolut nicht biblisch. Wir lesen nichts über eine Himmelfahrt der Mutter Christi oder irgendeiner der anderen Apostel oder Brüder Christi oder darüber, dass Maria jetzt zur Seite Christi und Gottes säße, um für die Heiligen einzutreten. Diese Idee, meine Damen und Herren, ist völlig, absolut völlig unbiblisch und total unhaltbar.
So ist natürlich auch die Idee der unabänderlichen Jungfräulichkeit Marias, dass sie die ganze Zeit ihres Lebens Jungfrau geblieben sein soll. Auch diese Idee ist total biblisch unhaltbar. Doch während Maria und die Brüder des Herrn sowie alle anderen gestorbenen Jünger und Diener Gottes tot in ihren Gräbern liegen und auf die erste Auferstehung warten, und die wird in 1. Korinther 15 und 2. Thessalonicher 4 beschrieben. Und viele andere Stellen der Bibel zeigen uns, dass wir nicht ins ewige Leben eingehen vor unserer Auferstehung zum Zeitpunkt der Rückkehr Christi. So lassen Sie mich dennoch mit folgender Überlegung schließen. Wie wir gesehen hatten, Christi Halbbrüder waren verheiratet und hatten von daher offensichtlich auch Kinder. Wer weiß, vielleicht leben heute direkte Nachkommen Marias und der Brüder und der Schwestern Jesu Christi auf dieser Erde, ohne dass wir das eigentlich wissen. Aber schauen Sie, wenn man sich überlegt, wie viele versucht haben im Laufe der 2000 Jahre nach der Geburt Christi alle Juden zu vernichten, kann man vielleicht daraus auch ersehen, dass vielleicht unbewusst, vielleicht durch die Motivation Satans, sie auch versucht hatten, dann das gesamte Andenken Jesu durch seine leiblichen Verwandten sogar auszulöschen. Der Judenhass, eine absolut unbiblische, total zu verwerfende Idee, kann sich sogar auf die Halbbrüder oder auf die Nachkommen der Halbbrüder und der Halbschwestern Jesu Christi mitbezogen haben. Doch im geistlichen Sinne leben heute viele Verwandte Jesu Christi, die wir kennen, mit denen wir häufig unmittelbaren Kontakt haben. Denn bedenken wir, was Christus uns allen sagte. Denn wer den Willen des Vaters tut im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link für die Kirche des ewigen Gottes.